story of the soul. This is the first sound of a newborn child before he starts to crawl. This is the roar it's never won. This is the soldier and it's gone. This is the mother waiting by the phone, praying for her pictures of you. Meine Damen und Herren, das war Super Session, eine jugendliche Band, eine Gruppe, die den heutigen Abend hier entsprechend eingeleitet hat. Wir befinden uns beim Abendempfang des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in Kooperation mit der Messe Berlin. Und ich darf jetzt dazu zwei ganz besondere Persönlichkeiten zu mir auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen, Dr. Robert Kloß. Sie kennen ihn von heute Vormittag. Staatssekretär ist er jetzt. Und dazu Präsident Dr. Hans-Christoph Eiden. Er ist der Präsident von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Herzlich willkommen. Gemeinsam stark sein, die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume übrigens, die hat auch hier in dieser wunderbar gestalteten Halle einen Stand, den können Sie noch besuchen. Die führt einen Wettbewerb durch seit 2010. Es werden Projekte oder Maßnahmen mit originellen Ideen ausgezeichnet, die zeigen, wie die Jugend in den ländlichen Regionen sich engagiert, welche Ideen sie hat oder wie sie sich ganz einfach einbringen kann. Und die ersten drei Sieger, meine Damen und Herren, die werden Ihnen nun gleich präsentiert. Und wer das jetzt ist, wer die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs 2014, vom Vorjahr im 2013 sind, das wird Ihnen nun jetzt Staatssekretär und Präsident bekannt geben. Herr Staatssekretär Dr. Robert Kloß, wer hat den dritten Preis gemacht? Ja, vielen Dank für die charmante Anmoderation. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie alle hier begrüßen darf. Sie haben schon den ganzen Tag gearbeitet, gemeinsam stark, gemeinsam für starke ländliche Räume. Und was ist das Wichtigste für ländliche Räume, für unsere Zukunft? Ist die Jugend, ist unser Nachwuchs. Insofern freue ich mich, den dritten Platz Ihnen vorstellen zu dürfen. Der dritte Platz geht an das Projekt Bands Land in Bopfingen in Baden-Württemberg. Entwickelten Jugendliche ihre Talente in den Bereichen Musik und Tanz weiter. Der Hintergrund war, dass die jungen Menschen festgestellt haben, dass in ihrer Region zu wenig los ist, zu wenig für die Jugend gemacht wird in den ländlichen Gebieten. Und so ist es entstanden, dass professionelle Partner die Bands in Workshops schulen, die Sängerinnen schulen und die Musiker unterstützen. Der Tanz wird unterstützt. Und meine Damen und Herren, ich möchte nun zur Übergabe des Preises kommen. So, das ist der dritte Preis. Ich darf das mal so schon mal zeigen, dass man das auch schön sieht. Wer darf denn? Der Bürgermeister. Das sind die das Projekt dann unterstützen. Einen herzlichen Glückwunsch. Bitte schön für den dritten Preis. Einen großen Applaus für den dritten Platz bei diesem Wettbewerb. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zum zweiten Preisträger und Sie werden aus den ausgezeichneten Gruppen merken, wie breit das Engagement junger Menschen in den ländlichen Räumen ist. Also, der zweite Platz, einen gemeinsamen Platz für Kinder, Jugendliche und Senioren, den gibt es in der Gemeinde Gangelt-Birkten in Nordrhein-Westfalen. Früher war der Platz einmal eine landwirtschaftlich genutzte Fläche und heute ist er ein naturnaher Spiel- und Begegnungsraum. Dort haben Kinder einen Spielplatz mit Naturerlebnis. Dort lernen Jugendliche beim Outdoor-Unterricht die einheimische Tier- und Pflanzenwelt kennen und dort treffen sich Senioren mit ihren Enkeln an der Hand zum Austausch. Die Ideenentwicklung, die Projektplanung und die Umsetzung, die haben Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren gemeinsam vorgenommen. Also wirklich ein Generationenprojekt, das sich hier realisiert hat. Und ich freue mich nun, den Preis überreichen zu können. Herzlichen Glückwunsch und großen Applaus für den zweiten Platz, ein generationsübergreifendes Projekt.
Ihnen herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Super. Der erste Platz, meine Damen und Herren, der Sieger dieses Wettbewerbes. Gewonnen hat die Teenie-Gruppe des Generationennetzwerks Berngau. Ja, warum haben die Teenie-Gruppe hier den ersten Platz gemacht? Das Projekt, das diese Gruppe initiiert hat und weiterführt, das Projekt vernetzt neu zugezogene und Einheimische durch Nachbarschaftshilfe. Das Wohnen in mehreren Generationen führt ihr zusammen. Die Mitwirkung der Vereine wird organisiert. Die Kinder und Jugendlichen in Berngau entwickeln die Ideen selbst. Wie bei unserem dritten Platz eben auch. Die Ideen kommen aus den Kinder- und Jugendarbeit. Und die Teenie-Gruppe setzt sie dann auch selbst um. Und vor allen Dingen, und das ist ja unsere Botschaft heute, und das, wie könnte diese Botschaft eindrucksvoller sein als mit so vielen jungen Menschen, dass die Gemeinde mit der Jugend, mit jugendlichen Ideen und neuen Ideen immer wieder die Gemeinde und unsere ländlichen Gebiete eine gute Zukunft haben werden. Und insofern darf ich hier dieser großen Gruppe von ganzem Herzen gratulieren und darf nun auch zur Preisübergabe schreiten. Und erstmal einen kräftigen Applaus. Meine Damen und Herren, vieles, was wir heute in den Workshops gehört haben, wird hier präsentiert. Da geht es darum, Jugend zu fördern, da geht es darum, innovative Projekte vor den Vordergrund zu stellen. Und vor allem geht es darum, ein Danke zu sagen für Ehrenamt und für Engagement, Leute vor den Vorhang zu holen, die das tun. Das tun wir jetzt und dafür würde ich Sie bitten, noch einmal ganz groß zu applaudieren.